So, weiter geht's heute mit Grid und dem GT4 Legend. Aston Martin Vantage. Let's go. Und wieder dürfen wir kein neues Auto auswählen, sondern wir werden kriegen ein vorgegebenes Auto. Wir fangen an mit einem 4-Runden-Rennen am Red Bull Ring. Und da wollen wir natürlich triumphieren wieder. Ne? Hier sind wir immer. Nun mit der ersten Runde. Kristen, was denkst du? Es ist das Eröffnungsrennen und ich glaube, wir werden sehen, oh, wer Regen. Hier ist, um die Konkurrenz kennenzulernen und wer von Anfang an dominieren will. Danke, Kristen. Es dauert nicht mehr lange und das Eröffnungsrennen kann losgehen. Bleiben Sie dran. Yes, Baby. Und wir starten von 14 mit der Teamkollegen von der 1. Also das ist immer ein gutes Ergebnis, weil... Der kriegt schon mal die Anweisung, aber... Position zum Angreifen. Ja, ich wollte gerade sagen, der kriegt die Anweisung zum... Bevor er wegzufahren. Ja, es reicht, um zumindest ein paar Autos zu holen. Repo Regner sind wir ja gestern gefahren in der Original Formel 1 Liga. Also ich nehme ja ein paar Wochen schon im Voraus wieder auf. Ich wundere, warum ich dann solche Dinge sage, weil ich glaube, wir sind immer Mitte Februar mittlerweile, wenn ich vorbereite, wenn ich die Folgen raushaue. Aber das hängt einfach daran, dass ich dann nur meine Zeit habe und das Projekt gerne abschließen werde. Wenn mich das nächste nicht was gibt ist von der Liste, dieses Spiel geht weiter. Und soweit das durch ist, können wir mit meinem Projekt anfangen. Und das würde ich halt einfach mal auch machen. So, wir sind schon mal auf 3. Wir greifen jetzt gerade den zweitplatzierten. So, da ist der Teamkollege. Wir stehen auf Platz 1 und 2 momentan. Das ist eine gute, für mich eine Kärtenreihenfolge. Ja. Das habe ich eigentlich nochmal zurückziehen können, müssen. Aber es hat doch doch hat dann nur wieder funktioniert. Gott sei Dank. Verstanden. Angreifen. Ich gebe es weiter. Ja, mach du mal, greif mich mal an. Angreifen scheint gerade nicht möglich zu sein. Ja, weil ich gerade ein bisschen wegziehe. Ja. Okay, du hast gerade die Hälfte des Rennens absolviert. Ja, es sind 4 Runden, 3 haben wir jetzt, 2 haben wir absolviert. In der dritten sind wir jetzt. Na, so gut. Und wir können ein bisschen und da vorne weg absitzen. Ja. Ich habe Anweisung gegeben, um eine höhere Position zu kämpfen. Im Moment ist Angreifen nicht möglich. Dann macht zumindest den zweiten Rennen zu, dass jeder. Wenn wir doch für sich schon mal in diese Ding starten, ne? Also viele Vierer sind hier nicht dabei in der Season 2, in der Season 2. Ich glaube, es waren 4 oder 5. Dann 2 haben wir hier noch im Teil. Ziemlich am Ende, dann kurz vor dem Showdown. Und Top 3 sind bleib bis zum Ende in Führung. Auf dem letzten Abschnitt. Sind ja immer 2 Abschnitte, die jede Season betrifft. Und jede Season kostet uns knapp 14, 15 Euro. Das heißt, ich habe in den Kaufpreis noch diese 45 Euro reingebuttert, damit ich euch halt quasi auch alles zeigen kann. Aber das Spiel macht ja auch Spaß, muss man sagen. Auch wenn man zwischendurch mal ein bisschen Frust hatte, das ist absolut normal bei mir und mit den Rennen spielen. Wenn ich so nicht so leise, wie ich das gerne hätte, kann das immer mal passieren, dass ich auch zwischendurch noch keinen Weltmund verfalle. Mit dem Speed passiert das sehr häufig. Hier ging es eigentlich tatsächlich nicht so weit, weil wir eigentlich sehr erfolgreich durchgekommen sind. Klar, wir konnten nicht alle Rennen dominieren, ich konnte alle Rennen zeigen, ja, aber nicht alle Rennen dominieren. So, jetzt gehen wir jetzt die Kurve und holen uns diesen ersten Grand Prix, wenn nicht noch was passiert. Nee. Ich kann mich noch an Rennen in Barcelona erinnern, da ist es nicht genau passiert. Jetzt hat sie gerade die Handbremse voll gezogen und dann gedreht und dann ist mal 9. geworden, wobei eigentlich der erste sein müssen. Naja, egal. Hier haben wir es gepackt.
Aber ich vermute die Verbindung von Körb, Gas geben und der Regen. Der ist ein bisschen. Der da ein bisschen beigetragen hat. So, wir sind nochmal zum Flug geschafft. Ja, die ersten beiden Plätze gehören schon mal uns. Das ist immer ein sehr guter Auftakt und da freue ich mich. So, weiter geht's heute mit dem nächsten Teil. So. Gut, zweite Rennen. Wir machen heute weiter mit Okutama. Meine absolute Lieblingsstrecke. Nicht. Hallo Okutama. Heute ist Renntag. Kristen, was müssen wir wissen? Ich schätze, manche Fahrer sind in einer besseren Form als andere. Doch bei der Grid World Series ist schließlich alles möglich. Warten wir es ab. So, das Rennen hier bei der Grid World Series wird gleich losgehen. Vielen Dank, Kristen. Ja, ab. Auf geht's, Sprint-Mode. Okutama. Dann schauen wir mal, was heute... 9. Platz starten wir. 1 und 9, das ist immer gut. So, gerade Okutama ist drin. Sprint, das ist so eine Strecke. Da darfst du keinen Fehler laufen, weil sonst bist du eigentlich schon fast raus aus dem Rennen. Ein Dreher oder was auch immer. Du landest ein bisschen blöd in der Mauer, dann bist du schon weg im Wetter. So, ich versuche mich jetzt mal hier vorbeizusetzen, damit ich. Nein. Ach Gott sei Dank, Sechster. Du wurde geführt. Sollen mir persönlich auch recht sein? Hauptsache, wir haben beide Autos gleich vorne. Ich tue mir Bestes, ich arbeite mich hier gerade ein bisschen vor. So, die Strecke ist so eng. So, wir haben 25% schon, also ein Viertel des Rennens rum. Hier sehe ich lange, die sind auf 10 Kilometer, also ich diese 10 Kilometer Variante. Ich habe jetzt aber auch nicht wirklich darauf geachtet, dann muss man mal zumindest eingangs des Videos mal oder eingangs des Rennens mal drauf achten. Ich stehe momentan nur auf P5, das ist nicht gut, weil ich versuche mich gerade ein bisschen anzugreifen jetzt hier mal. Aber ich habe keine. Ah, hier geht's ja. Ja klar, der 350Z hier, der will sich dann natürlich daran hindern, das schafft er aber nicht und wir gehen vorbei und sind jetzt auf 3. Die Wand. Ja, mein Gott, geh mir nicht auf den Sack, komm. Hier 60% sind wir noch nicht erster. Weil der Kollege vor uns aber auch so von sich in diesem Bremsplatz spielt, der eben dann echt sagt. Jetzt habe ich ihn. So, jetzt gehe ich ihn und meinem Teamkollegen vorbei. Wenn das irgendwie möglich ist, ist es. Und dann passt das. Wir führen mal wieder ein Rennen an. Okutama ist. Eines der wenigen Pflaster, wo ich echt meine Probleme teilweise habe. Weil ich auch viele Rennen mittlerweile schon verkackt habe. Ich kann mich an den Rennen erinnern, wo wir nur auf Platz 11 ins Ziel gekommen sind. Da liegt einfach alles die ganze Zeit neben uns. Aber diesmal habe ich mal nicht. Wir haben noch 14%. Okay, angreifen. Ich gebe es weiter. Ich habe mich überlegt, mal die Anweisung anzugreifen. Also dass ich vielleicht. Okay, angreifen bestätigt. Also vielleicht, dass ich noch ein bisschen absetzen kann, dass wir wieder einen Doppelsieg holen für uns. Das Team. Und dann schließen wir momentan den Kreis und gewinnen diesen
Sprint. So. Sehr, sehr gut. So, auf geht's. So, Rennen Nummer 3. Und hoffen wir mal, dass wir es diesmal hinkriegen. Wir sind in Barcelona zu Gast. 4 Runden, 2,96 Kilometer Cathedral Pass aus dieser Strecke. Und jetzt gucken wir mal, wo wir stehen. Diesmal steht der Teamkollege nicht ganz vorne. Das ist ein bisschen blöd. Wenn ich ehrlich bin. Und unser Startplatz ist auch tatsächlich ein bisschen offen. Kristen, was denkst du gerade? Das wird... Oh, ich glaube, das ist 9 und der Teamkollege auf 11. Okay, wir stehen beide hintereinander, so quasi. Na gut, okay. Start ist voller Erfolg. Wir haben 4 Runden Zeit, um uns an die Spitze zu setzen und diesen dritten Lauf auch zu dominieren. Also, die Strecke ist natürlich nicht gerade so ausgebaut, dass ich jetzt sagen kann, na, da kann ich ohne Probleme mal an den Leuten vorbeifahren. Ah, das ist schön, ihnen in die Lücke zu geworfen. Das war Pass. Ist. Hier komme ich Gott sei Dank auch vorbei. Ja, es gibt nicht viele Stellen, wo es gehen würde. So, cool. Verstanden. Gebe Anweisung zum Angreifen. Versuch mal bitte gerade, also eine Möglichkeit, das ein bisschen nach vorne zu ziehen. Okay, es wird angegriffen. Ach, du gehst mir auf den Sack. Ja, warum auch? Weil der mich weggedrückt hat, reingedrückt hat. Ich kann aber auch nicht in die Position. Ich kann zweite auch nicht... Runde. Du hältst gut, Mädchen. Ja, ich komme auch nicht in Position gerade, wo ich sagen kann, ich kann mal angreifen irgendwie. Das war zu schnell. Da werden sie mir eben wieder durchgehen. Ja. Ein bisschen mit Kontakt, klar, das wird nie offen. Drücke ich mich da vorbei. Okay, angreifen. Ich versuch's weiterzugehen. Du hast die Hälfte des Rennens hinter dir. Ich führe ein Rennen an, sehr gut. Hab die Jungs aber sowas von einer Backe kleben gerade. Ja, der will vorbei, ne? So, jetzt gehe ich mal ein bisschen weg. Verstanden. Angreifen. Ich gebe es weiter. Im Moment ist Angreifen nicht möglich. Und der Vorteil ist, dass ich mich jetzt auch absetzen kann, wenn man jetzt zweite. Ich wüsste schon, wie sich wegdrehen oder so. Bleib in Führung. Letzte Runde. Runde. Ich habe Anweisung gegeben, um eine höhere Position zu kämpfen.
Angreifen scheint gerade nicht möglich zu sein. Ja, das Problem, ich hatte schön Abstand da hinten. Sonst sind sie mir alle wieder rangekommen. Ich habe diese Dreiergruppe wieder hinter mir. Vierergruppe ist es sogar. Ich gebe es weiter. Komm, versuch mal bitte noch ein, zwei Positionen. Ich weiß, okay, angreifen bestätigt. Ja, einer hat er zumindest nicht kassiert jetzt gerade, ne? Und wir haben uns diesen Lauf dann doch gesichert. So, Platz 7 ist er nur geworden am Ende noch. Ja, schade, ein, zwei Autos hätte er vielleicht noch kassieren können, aber ja, reicht trotzdem wahrscheinlich, um ganz vorne zu dabei zu landen. Ich glaube, zweimal Zweiter, es könnte reichen, dass er vielleicht Dritter noch geworden ist. Gucken wir mal, wie es jetzt läuft. Levelaufstieg jedenfalls, Level 24 sind wir mittlerweile. Wir haben 39 Millionen Credits mittlerweile. So, guck mal, wie es jetzt am Ende Finale ausgegangen ist. Es sieht doch gut aus, Platz 3. Aber ja, hier noch einer unserer Autos. Ne, zweiter sogar. Hm? Da sich das Feld so verschoben, dass er doch, wenn er Gott sei Dank noch zweiter geworden ist. Bin ich ziemlich zufrieden, bin ich froh drüber. Und ja, dann werden wir jetzt das Rennen. Und wir machen weiter mit der GT Lead Legends. Chevrolet Corvette C7R. 3 Rennen sehen wir dann in der nächsten Folge, also am Montag um 14 Uhr.